Schütze trainiert folgende Muskelgruppen: den Trizeps, den Kapuzenmuskel und die Schultern. Zur unterstützenden Muskulatur gehört der gesamte Rücken, der Rückenstrecker, der Gesäßmuskel und die Unterarmstrecker. Der Unterschied zum normalen Handstand ist, dass mehrere Muskelgruppen vom Rücken dazu mit beansprucht werden. Und so funktioniert die Übung. Ausführung: Der Handstand-Liegestütz, in Klammern an der Wand, ist eine erweiterte Übung zum Handstand. Die Ausgangsposition ist der Handstand. Zuerst wird der Körper leicht nach vorne geneigt. Dann werden die Arme gebeugt, bis die Nasenspitze fast den Boden berührt. Dann werden die Arme wieder gestreckt und der Körper wieder in eine waagrechte Position gebracht. Alternativ können auch Liegestützgriffe und eine Mauer zu Hilfe genommen werden. Ich möchte darauf hinweisen, dass es anatomisch sehr schwierig ist, einen Handstand Liegestütz geradlinig auszuführen. Ich zeige euch das mal anhand von einer sozusagen Reckstange. Es ist mit dem Gleichgewicht sehr schwer, wenn wir aus dieser Position, wenn wir uns vorstellen, in einer Reckstange eine Handstand Liegestütz auszuführen, dass wir die geradlinig hier herunterziehen, da stoßen wir uns den Kopf. Auch beim Klimmzug und wie gesagt beim Handstand Liegestütz ist es wichtig, dass wir zuerst den Reck oder allgemein die Arme etwas nach vorne führen und sie dann zur Brust nehmen, soweit es eben geht. Und dann wieder nach oben führen. So ist die korrekte Ausführung, auch ohne simuliertes Reck bei der Handstand Liegestütz. Oval nach vorne und runter.